Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Metroid Zero Mission. Okay, das letzte Mal sind wir noch hier stehen geblieben. Ah, ich habe den Wavebeam bekommen. Und, deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter. Erstmal schauen, was es hier oben gibt. Ich denke, da müssen wir von der anderen Seite ran. Und hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch, würde mich verwundern. Ja, da kommen wir noch nicht lang. Wir kommen auch nicht lang. Das heißt, wir gehen in die andere Richtung. Vielleicht können wir da oben doch lang, aber ich schaue jetzt erstmal, was hier so alles zu finden gibt. Stimmt, da kamen wir auch nicht lang. Dann schauen wir erst doch mal, ob wir hier einmal durchsprinten können. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Was ich nicht verstehe, wenn wir von so lang rennen, schaffen wir es, die Geschwindigkeit aufzubauen. An die andere Richtung nicht, also mache ich doch irgendwas falsch. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Vielleicht, wenn ich springe, das könnte ich mal versuchen. Sonst kann ich es mir echt nicht erklären, wie es da weitergehen soll. Wir kommen hier einfach nicht durch. So, da oben ist klar, dass es da nicht weitergeht. Dann müssen wir doch in dieser kleinen Enge hier gucken, ob wir hier irgendwie irgendwas finden. Aber hier gibt es halt auch nichts. Bei unten, komm mal. Moment. Vielleicht, wenn ich so irgendwas mache. Hier kommen wir nur mit Raketen durch. Ich meine, da muss es ja was geben, wo man durchrennen kann. Warte, können wir vielleicht aufladen? Und dann passiert auch nichts. Nee. Ja, jetzt habe ich halt gespeichert, ist auch egal. Ich würde es trotzdem nochmal versuchen, da durchzurennen. Ich meine, das ist das einzige, was für mich Sinn macht. Natürlich nicht, wenn ich gegen die Wand renne. Aber andererseits habe ich auch noch nicht versucht, über das Ding zu schießen, oder? Irgendwas muss es ja hier geben. Was gibt's denn? Wir müssen weiter oben. Vielleicht gibt's hier oben noch irgendwas? Nee. Wenn wir durchrennen, kommen wir hier an. Hier bekommen wir auf. Aber vielleicht, wenn ich irgendwie von unten dran schieße. Oder einen aufgeladenen Schuss. Thank you.
Okay, hier passiert definitiv nichts. Ah, scheiße, wie geht's denn weiter? Ich muss ja mit Anlauf irgendwo. Irgendwie muss das ja gehen mit Anlauf da hinten. Irgendwo gegen zu rennen. Jetzt bin ich gegen die Wand gestoßen. Sonst bräuchten wir die Waffe. Die Waffe, die gibt's. Könnten wir die irgendwo herbekommen? Ich bezweifle es. Wir haben jetzt mal ganz schnell die Taste zu weiter. Bloß nicht dagegen laufen, wie gerade war ich schon. Muss irgendwas. Irgendwas mit Anlauf. Wir sind bei Ridley, ja? Für Terrier könnte es noch was geben. Komme ich da denn hin? Ah, Moment. Nee, doch nicht. Scheiße. Darum gibt es eine Tür. Wir können zurückfahren, das bringt uns aber nichts. Wir müssen auf jeden Fall. Ich versuche noch einmal durchzurennen. Das Problem ist nur, dass ich meistens einfach dagegen laufe. Und es mir gar nicht so direkt möglich ist, auszuprobieren. Passiert auch nichts. Passiert einfach nichts. Ich fahre jetzt nochmal hoch. So, das haben wir noch fair. Gab es hier irgendwo was noch? Hier habe ich im Großen und Ganzen alle Items eingesammelt. Ich meine, da oben, das sind nur Gebiete, die ich mir nicht angeschaut habe. Ich könnte hier unten könnte's noch was geben. Ich versuche da jetzt nochmal hinzukommen. Oh, Moment. Aha. Der Wurm ist jetzt unten durch. Und jetzt ist er auch ganz kaputt. Oder. Ach so. Okay. Und so kann man es auch das Problem lösen. So, jetzt muss ich das Vieh nur irgendwie besiegen. Gibt's. Alter. Ich komme nicht mehr weiter, das ist das Problem. Thank you.
was ich ausprobieren könnte. Okay, das bringt nichts. Also mit Raketen kann man hinten drauf schießen. Ich denke, das hat man gerade eindeutig gesehen. Aber das ist natürlich die Frage. Wie besiegen wir das Teil? Wahrscheinlich einfach nur nicht so viele Schüsse verschwenden, dann geht das schon von ganz automatisch. Okay, ich verstehe. Man bleibt unten, wartet bis es vorbeifliegt und dann schießt man drauf. Die Frage, wie schaffen wir das? Oh, jetzt schießt er. Ja, eigentlich ziemlich simpel. Haben wir einen kleinen Trick gefunden. Der Kampf ist auch gar nicht so, ne? Raketen sind leer, normale Schüsse machen dem nix. Jetzt müssen wir den nur noch treffen. Oh, wir haben es besiegt. Haben wir es besiegt? Wir laufen mal hinterher. Okay, der ist irgendwo ins Nirvana geflogen. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Oh. Ah, super, ist ja der Container, alles klar. Da unten gibt's nix. Okay. Können wir durchrennen. So, jetzt kommen wir hier durch. Jetzt soll ich nur eine gewisse Taste drücken. Ich frage mich nur natürlich, welche das ist.
Ich glaube, ich habe die Taste gar nicht belegt. Ah, doch, hier. Okay, geht doch. Wo war's? Hier. Und da hätten wir direkt. Okay, das macht's doch. Oh, ja. Das war sowas von klar. Die Stelle kenne ich sogar noch. Also ich kenne sie nicht direkt, aber so war es eigentlich auch im Vorgänger schon. So, da passiert mir nichts. Immer alles platt machen, bevor man weiterspringt. Zack. Und zack. Haben wir es geschafft. Jetzt können wir hier. Weil jetzt irgendwie da was passiert. Ah. Eine Falle. Aber zum Glück mit der Waffe, die wir haben, gar kein Problem. Gibt's hier oben noch was? Ne. So, und da hätten wir den Energietank. Und wir sind wieder voll. Da unten kann man her. Gehen wir auch wieder hin. Okay, ich glaube, da können wir jetzt einfach mal durchrennen. Und geht's lang und da oben. Gehen wir erstmal. Ah, okay, das ist eine Speicherstation. Dann speichern wir hier. Da gehen wir jetzt nicht mehr für Ridley. Aber vielleicht haben wir noch eine Chance, uns wieder aufzufüllen. Ich denke, den mache ich jetzt auch noch. Zack. Achso. Okay, ein paar Missiles haben wir doch noch bekommen. Und hier können wir uns auffüllen, wenn wir wollen. Deswegen das machen wir auch kurz. Zumindest mal so ein bisschen. Volles Leben kann definitiv nicht schaden. Komm, noch einmal. Also noch einmal. Zack. Und jetzt machen wir hier schon mal auf. Dann gehen wir durch. Okay. Wäre egal gewesen. Ah ne, ist eine Karte, ist gar kein Missile. Station. Da oben wird es ein Item geben, da können wir uns sicherlich keine Abkürzung nehmen. Und nochmal Raketen, das macht's auf jeden Fall leichter. Diese Raketen, diese Flugteile, die waren im Vorgänger definitiv stärker. Also ich weiß, dass ich mit denen echt meine Probleme hatte, also im Original, nicht im Vorgänger.
Oder ist nochmal eine Speicherstation? Dann nehmen wir die auch direkt mit. So, dann schauen wir nochmal kurz, wie die Karte aussieht. Also, da gibt es noch einiges. Okay, dann mache ich doch hier schon mal den Cut. Ridley wird dann in der nächsten Folge angegangen. Ganz einfach, das dauert nämlich jetzt noch zu lang. Gespeichert haben wir. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.